Hallo, 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 weiter geht's mit Cock, willkommen da. Also ich dachte, wir fangen immer so an, indem wir bei dem Hell Warrior vorbeischauen, das bei uns im Clan, und ich sage nur eins, der auch das Buffet eröffnet, wa? Ich weiß wohl nicht, wo die Taktik dahinter liegt. Er ist Rathaus-Level Nummer 8, geht gerade auf 9 hoch. Oh mein Gott, er hat die Mauernabahn nicht geupgradet. Ich weiß nicht, warum er sowas macht. Oh mein Gott, ich sag doch immer, was muss man tun? Und ja, er hat da die Elixierlager alle hier drin stehen und das Buffet ist sehr stark geöffnet. Natürlich hat er hier Bomben und so weiter verteilt. Ich denke mal die Tesla-Spuren, obwohl die sieht man, hier sind 2 Stück. Ja, ich weiß nicht, ob das so toll ist, aber scheinbar ist das in Ordnung, wenn man das so rausstellt. Ich verstehe jetzt nicht die Logik dahinter, aber wer hat denn die Elixier, dass er hat, beziehungsweise dass man rausklatschen kann, aber die sehen doch sehr prall gefüllt aus. Ich weiß nicht, was da, jetzt sage ich mal, was man dadurch bezweckt, aber für mich ist das Buffet halt eröffnet und deswegen gehen die Leute da ran, ich weiß es nicht. Er ist, wie gesagt, Rathaus Level 8, wo ich auch bin, Level 9 zählt noch nicht mit, weil er gerade hochgeht. Ich würde mal sagen, er geht viel zu früh hoch, ich habe es ja auch gemacht, von daher ist ja scheißegal. Ich werde auf jeden Fall, ich kann so jetzt schon sagen, ich werde erst hochgehen auf 9, wenn ich alle Mauern auf Level 8 habe. Also das wird sehr, sehr lange noch dauern, Leute. Auch wenn ihr reinschreibt in die Kommentare, Mann, alter Digga, ich habe viel bessere Mauern wie du, was ist denn los mit dir? Ja, ist in Ordnung, ich weiß, dass ich ein bisschen früh hochgegangen bin, war halt mit den Gems etwas überrascht und wollte, habt ihr einfach rausgehauen. Ich dachte mir erst mit dem Hochgemmen, so in Anführungsstrichen bei dem 100. Part, dass ich die Mauern dann auch alle fertig gemme. Vielleicht machen wir es ja noch. Ich weiß es nicht. Wir haben noch 5600 da stehen. Was ich damit anfange, weiß ich noch nicht. Wir werden uns es auf jeden Fall überlegen, was dann passiert. Müssen wir mal schauen, weil irgendwann werde ich vielleicht irgendwann mal wieder aufladen oder nicht. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Wir werden auf jeden Fall das Ganze erstmal so beruhen lassen. Wie gesagt, ich will ein paar mehr vorstellen, werde ich jetzt auch machen im Part. Ich werde ein, zwei immer vorstellen. Erstmal vom Clan, dass ich da ein paar habe. Und das neue Projekt ist ja auch bald in Planung, was ich wahrscheinlich umsetzen werde, wenn ich vorproduzieren muss. Welche schreiben, Lars ist kacke mit vorproduzieren für Kork, aber ich muss es ja machen, weil sonst habt ihr ja täglich keinen Part und ich bin ja nicht da. Ich kann ja nicht aufnehmen, wenn ich nicht da bin. Vorher muss ich vorproduzieren und deswegen wird sowas geben. Ich hoffe mal, dass es in Ordnung ist, quasi von der Zeit von Donnerstag bis Sonntag haben wir dann quasi so ein Zwischending, wo dann so ein paar Parts kommen, die etwas älter sind. Das sind halt dann die 4 Tage. Ich hoffe, das ist in Ordnung und ich hoffe, ihr könnt damit leben. Danach, ab Montag, geht es dann nochmal weiter. So, wie gesagt, der Hell Warrior ist hier am Start. Geht etwas früh hoch, meiner Meinung nach. Sonst hat er, glaube ich, alles hier. Level 6 hat er, die gehen hier sogar schon höher. Die Magiertürme sind auf Bereich Level Nummer 6. Geht Luftabwehr schon auf 7? Ich weiß es nicht, muss ich gleich mal nachschauen. Ja, sonst alles sehr gut ausgebaut. Keine Defizite, die zieht er gerade hoch auf Level 5 sogar schon. Level 5, Level 6 Tesla geht schon. Oh mein Gott, die Tesla muss bearbeitet werden und werde ich auch machen. Ihr habt wieder viele Tipps in die Kommentare geschrieben. Dankeschön dafür. Wir können ja eben die Tipps einmal durchgehen, die ihr geschrieben habt, beziehungsweise die ich mitbekommen habe. Und zwar von wegen, Lars, Assets, die Mauern sind scheiße. Ich weiß, es ist okay, kann ich mitleben, beziehungsweise werde ich nicht mitleben, sondern werde es halt bald hochziehen. Dann war der andere Tipp, erst die Flächen-Damage-Sachen hochziehen. Bin ich ja dabei. Also Magiertürme und Minenwerfer ziehe ich gerne hoch. Und jemand hat auch gemeint, Lars, zieh doch die Tesla hoch, weil die Tesla haben die meiste DPS. Habe ich auch gesagt. Und die haben, Leute haben mir nie geglaubt, dass die Tesla meist die DPS hat. Also DPS Damage pro Sekunde hat eine Tesla, glaube ich, am meisten auf ein Single Target und nicht auf quasi auf AOE Damage, also kein Splash Damage. Ich werde, wie gesagt, erst die beiden Minenwerfer hochziehen. Dann werde ich die Magiertürme hochziehen und als nächstes werde ich dann die Tesla-Spuren hochziehen. So ist der Plan. Wir haben fast genug, um in der Bank auf Level 2 hochzuschlafen. Der alte dreckige Fettsack muss mal endlich wieder ein bisschen stärker werden. Dann als letztes werde ich die Bogenschützentürme hochziehen und also gleich zusammen mit den Kanonen und den Bogenschützentürmen werde ich quasi dann als letztes hochziehen, die beiden Kollegen. Und der ist noch Level 5, hier muss ich auch noch Level 6 hochziehen. Also das ist erstmal die Minenwerfer, dann die Magiertürme und dann die Tesla. Ich weiß, ich habe bloß diesen Bogenschützenturm angepasst auf Level 8, damit er quasi genau gleich ist. Ich habe einen Bauarbeiter frei, in einer Stunde 21 Minuten ist hier der Magierturm auf Level 4, ich hier auf Level 4 und der ist bald auf Level 5. Yay! Mal gucken, wie er dann aussieht. Das ist auf jeden Fall auch so sehr interessant. Meine Armee ist wieder ready. Ich habe ein paar Einheiten gespendet bekommen von euch. Ich möchte euch vorher mal einen Kampf zeigen. Und zwar, wie es laufen kann. Gestern gemacht, so kann es laufen, Leute. Ohne viel Einheiten einzusetzen, kann man richtig viel Loot bekommen. Also man sieht es, da hat er hier quasi die Minen und die Sammler sind prall gefüllt. Ja gut, nicht ganz prall gefüllt, aber es reicht, um einmal reinzugehen. Ich schicke nur ein paar Einheiten vor, das reicht schon. Ich habe eigentlich schon viel zu viele eingesetzt. Und dann bin ich fertig, Leute. Das ist halt die Problematik, wenn man die Sammler und die Minen einfach mal auf eine gleiche Ebene packt und alles nicht gemischt, kann man da so reingehen, alles naschen. Ich habe jetzt 100.000 jeweils gewonnen von beiden und habe hier nur so ein paar Einheiten eingesetzt. Ihr seht es, ich hätte sogar noch vielleicht
sag ich mal, 20 von beiden hätte gereicht, vielleicht sogar 15. Also sagen wir, ich habe jetzt 30 Einheiten hätte ich opfern können, zusammen 30 Einheiten und habe dafür 100.000 bekommen. Ich scheiße auf die Pokale, von das ist egal, aber 100.000 Loot, Elixier und Gold für 30 Einheiten, da sieht man, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, ich werde das auf jeden Fall hochziehen hier. Als nächstes die Mauer noch und so weiter. Aber irgendwie habe ich jetzt kein Augenmerk, beziehungsweise ich möchte erst die Verteidigung, also die Tesla-Spulen, die Magiertürme, die Minenwerfer erst nach oben ziehen, bevor ich dann anfange, die Mauern hochzuklatschen. Das ist so der Plan. Ich habe hier erstmal angreifen, denn angreifen ist immer wunderbar. Angreifen ist so toll, deswegen mache ich das jetzt. Ich suche mir mal einen Gegner raus, der... Den könnten wir auch angreifen. Den würden wir vielleicht sogar komplett zerstören und würden dann so viel Loot bekommen. Aber nein, wir suchen einen mit geprallten, beziehungsweise nicht geprallten dicken Eiern, sondern geprallten dicken Titten. Auch nicht, nein, sondern mit prall gefüllten Minen und Sammler, die am besten noch so geboostet werden. Natürlich geht das Ganze ja kostenlos. Und am besten bis oben hin überlaufen, überquellen, wie man es auch mal ausdrücken möchte. 70, 50.000, nein, danke. Also Inaktive, die, sag ich mal, ein, zwei Tage lang nicht da waren, die suchen wir. Und wo die quasi die Sammler und die Minen draußen stehen. Das ist die Taktik mit dem Bogenschützen und mit den Barbaren. Viele schreiben mir, Lars, wie wäre es, wenn du mal 5 Minen... Ich wollte gerade Minenwerfer sagen. Lass dich, wenn du 5 Minenwerfer einfach mal hier aufbaust. Wir towern ihn einfach. Wenn das gehen würde, wäre es auf jeden Fall sehr lustig. Wie in Warcraft 3, kennt ihr das mit Towern? Wenn man so Towern baut? Nein. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal 5 Mauerbrecher mitnimmst? Können wir gerne mal austesten beim nächsten Mal. Das ist gar kein Problem, weil das viele sich gewünscht haben, beziehungsweise einige können es mal ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Das Problem ist, dass meine Barbaren und meine Bogenschützen doch instant down sind durch den Minenwerfer und durch den Magierturm, weil der halt so viel Splash rausklatscht. Er klatscht alles weg. Bum. Und ein Minenwerfer, der quasi komplett einmal reintrifft mit Level 5 oder 6. Ich glaube, Level 5 halten jetzt die Bogenschützen aus nach dem Upgrade, aber die Barbaren nicht. Und Level 6 ist sie alles vorbei. Also Level 6, ich glaube, ist Level 6 schon mit dem Feuerball, beziehungsweise mit der Feuermine, die da schießt? Ich weiß es nicht. Oder Feuerkanone oder Feuerkugel, wie man es auch gerne nennen möchte. Das sieht übrigens sehr stylisch aus. Mal schauen, ob das soweit ist. Wir haben ja bald das Upgrade fertig. Oder haben wir das schon Upgrade fertig? Ich glaube schon. Egal, Lars wieder total verpeilt hier gerade. Ich habe gerade ein bisschen geschlafen. Das merkt man bestimmt, dass Lars wieder total verpeilt ist. So, weiter gehen wir jetzt. Und suchen noch uns wunderbare Sachen raus. Ja, ich weiß, Leute. Ich werde auf jeden Fall bald wieder richtig hier losrocken in... Clash of Clans, es tut mir leid, viele schreiben ja, dass ich der inaktiv bin, dass ich scheiße bin, dass ich Noob bin, dass ich total die Wurst bin, dass ich einfach nur gerne Schwänze lutsche, weil ich so scheiße bin. Ja, tut mir leid. Wie gesagt, renovieren und so weiter, das war sehr zeitintensiv und jetzt das Vorproduzieren für die Gamescom, da bin ich jetzt wieder weg, weißt du? Erst war ich ganze Zeit nur am Renovieren, jetzt muss ich nur vorproduzieren und danach bin ich fast eine ganze Woche auf Gamescom. Ja gut, ich kann mit Handy spielen. Aber ob ich auf der Gamescom gucke, oh mein Gott, da wird gerade, weiß ich nicht, da wird gerade als neue Risen 3 vorgestellt. Oh, ich bekomme einen Angriff bei Clash of Clans. Moment, halt, stopp, da muss ich erstmal schauen. Das wird, glaube ich, nicht passiert. Es tut mir leid. Ich gebe kein Geld aus, zu Gamescom zu gehen, um Clash of Clans zu spielen. Das kann ich auch zu Hause. Von daher müssen wir gucken. Aber dann wird es bald wieder geben. Ich werde auch wieder mehr Livestreams machen auf jeden Fall, wo ich dann die Kasernen booste. Das kann man sehr gut machen. So 2 Stunden Livestream, 2 Stunden Kasernen geboostet und dann schön angreifen und farmen. Das kann man immer gut machen. So, wir machen dann meistens immer die Livestreams, um die Mauern abzugraden. Und ich denke mal, das ist eine gute Variante, um das Ganze mal zu überbrücken mit den Mauern. Von daher, seid gespannt, vielleicht gibt es ja sogar heute ein, ich weiß nicht, wenn ja, müsst ihr immer darauf achten, es gibt immer ein Ankündigungsvideo, ich denke mal, das wird immer so dann gegen 18 Uhr hochgeladen, also seid gespannt, seid einfach nur gespannt, wenn ihr gerade wartet, könnt ihr eh Pokémon gucken, ne? Passt, aber wir finden gerade keinen Gegner, das gefällt mir nicht. Wir finden keinen Gegner, das ist nicht so gut, der hat nur 12.000 Gold, den will ich nicht, hätte doch über den komplett zerstört, den einen da, damit dieser Low Base, obwohl Low Base immer in Anführungsstrichen halten natürlich. Nicht, dass wir dann total verkackt hätten. Aber wir haben natürlich hier die Clanburg am Start. Wir haben den Barbarenkönig am Start. Von daher sollte es auf jeden Fall passen. Wir können auch jemanden suchen mit viel Dunkles. Genug Dunkles, um unseren Barbarenkönig abzugraden. Oh! Hier, Leute. Das Warten bzw. das Suchen hat sich ausgezahlt. Wir haben hier einen Gegner, der inaktiv ist. Bzw. der länger nicht mehr online war. Wo man auf jeden Fall mal die Minen nehmen kann. Weil die Minen sind prall gefüllt. Wieso denn nicht? Schöner Loot. Das gefällt mir. Wir können sogar versuchen, ihn komplett zu zerstören. Das ist, glaube ich, sogar drin. Wir können das versuchen. Mit der Clanburg wäre das vielleicht sogar möglich. Wir werden es vielleicht mal in Angriff nehmen. Einmal rum zu und auf jeden Fall hier mal ein paar reinschicken. Und unbedingt mal hier den Magierturm wegbekommen. Das sollte reichen erstmal für den Magierturm. Da ist noch ein weiterer Magierturm, den muss ich auch noch versuchen wegzubekommen. So, mein Barbaren konnte ich wieder auf jeden Fall von der Seite angreifen. Beziehungsweise wir gehen von hier in Buschen rein. Dann schicke ich hier noch ein paar Barbaren vor, damit der Magierturm die schön angreift. Hier können wir noch ein bisschen angreifen. Da, ein bisschen rein, hier. So, hier noch ein paar rein, damit wir gleich den Magierturm da wegbekommen. Sehr gut. Sind da schon mal drin?
Der Rest auch noch hinterher. Jawohl, los. Jetzt schießen die Bogenschützen nicht da drauf. Los, geht auf den Magierturm. Nein. Ja, ja, ja. Jawohl, wir schaffen es. Eine Tesla da auch am Start. Eine kleine stuckelige Base, wo natürlich die Mauern, weiß ich nicht. Diese doppelten Nebeneinandermauern gefallen mir irgendwie gar nicht. So, den bekommen wir sogar komplett down. Das ist ein Jackpot, würde ich mal sagen. Richtig viel Loot. Das gefällt mir, hat sich wieder gelohnt. Nein, Baba, bitte bekomme ich so hart in die Fresse. Ich glaube, Dunkles haben wir nicht bekommen. Aber ist ja egal, ne? Scheiß auf Dunkles. Hat er eh noch nicht gehabt. Warum kann ich mir nicht die Juwelenkiste hier einfach holen? Das wäre super geil. Perfekt, 100% und bekommen einiges an Loot. Ja, 200, 300.000 oder 85.000. Ist ganz okay. Können wir mit leben und. Das sieht doch ganz schnucklig aus. Ich fordere mal hier an und sage, egal was. Werde jetzt hier weiter ausbauen, noch dann später ein paar Angriffe machen. Und ich hoffe, wir finden wieder so einen Gegner. Also lohnt es sich auf jeden Fall zu warten, beziehungsweise länger zu suchen. Ihr habt es wieder gesehen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Von daher, macht das doch bitte mal. Dann bekommt ihr so geile Loot. Gefällt mir. Richtig spritzige Aktion. Ja, ich glaube, der FK ist aus dem Urlaub wieder da, wurde so berichtet. Ist auf jeden Fall sehr geil. Wir können auch mal das hier ein bisschen upgraden. Dauert auch nur 6 Stunden. Aber ist natürlich wieder blöd, um die Nacht zu überspringen. Denn ich bin ja bald wieder Haya-Haya-Bubo machen. Lars! Hab gerade 5 Minuten nach gescheitertem Loot gesucht und nichts gefunden. Oh, also ich hab was gefunden. Sorry, Lars, für die Goblins. Oh, ich habe Goblins bekommen. Ist doch egal. Ich habe gesagt, egal. Egal ist egal. Und Goblins kann ich gerne, kann ich gebrauchen. Von daher passt es doch. Egal. Danke. Sehr gut. Dann würde ich sagen, werden wir nochmal einen bewerten. Vielleicht Mega City. Was ist denn Mega City? Kenne ich gar nicht. Ist Mega City neu? Ich besuche ihn mal. Mal schauen, was Mega City mit Level 58 so am Start hat. Mega City ist auch bei uns. Wunderbar. Ich begrüße dich. Rathaus Level Nummer 7. Die Mauern richtig fleißig dabei. Mach bitte weiter so alles auf Level 7 schön hochziehen. Dann passt es soweit. Level 10. Level 10. Level 10. Level 10. Ist 11 schon drin mit Level 7? Ich glaube schon. Lass mich doch nicht lügen. Alle ganz, beziehungsweise die ganzen Fahnen hier am Start. Ich weiß nicht warum, aber es sieht cool aus. Nicht, dass du später keinen Platz mehr hast. Wie sieht es denn hier aus? Du bist gerade dabei, die Armeelager, beziehungsweise das Armeelager hochzuziehen auf Level Nummer 4. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Oder auf Level 5? Ich weiß gerade gar nicht. Auf 4, ne? Oder auf 5? Es geht sogar ein höher, ne? Auf 5 dann? Auf 4? Ich habe gar keine Ahnung. Tesla-Spuren sind hier schon auf Level 3. Wow. Level 3 Tesla gefallen mir auf jeden Fall. Level 5 Luftabwehr ist auch sehr geil. Level 8 hier schon. Level 8. Level 8, also deine Verteidigung sieht richtig spritzig aus. Level 4. Also du hast auf jeden Fall deine Hausaufgaben gemacht und baust wirklich alles aus, bevor du hochgehst. Das gefällt mir. Mega City, ein schnuckliges kleines Design, wie wir alle sagen, das sieht aus wie ein Hakenkreuz. Weil die immer sagt, es sieht aus wie ein Hakenkreuz, egal was man da hinbaut. Wenn man da irgendwie ein Smiley hinbaut, einen Totenkopf, das sieht aus wie ein Hakenkreuz. Ja, okay. Ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie Bezug zum Hakenkreuz habt oder gerne mal einen auf Heil macht, aber ich weiß nicht warum, aber für euch ist alles ein Hakenkreuz. Ihr wollt einfach nur, ihr sucht nur einen Grund, um Hakenkreuz in die Kommentare zu schreiben. Gib's doch zu, ne? Gib's einfach zu. Warum diese Fahne genau in der Mitte steht, weiß ich nicht, beziehungsweise so eingedrängt von den anderen. Wir sind doch viel größer, viel besser. Von daher bitte rausstellen hier irgendwo hin, dann passt es. Okay? Das ist auch cool mit dem Barbarenkönig hier. Eine schöne, schnucklige kleine Base, was mir gefällt auf jeden Fall, dass du nach oben gehst und wirklich alles ausbaust. Du hast sogar schon Level 9 Kaserne. Läuft bei dir, mach bitte weiter so und bau bitte auch alles aus und mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Mega City sieht sehr in Ordnung aus. Mach bitte weiter so. Dann würde ich mal sagen, war es das soweit von diesen kleinen paar. Wenn es euch wieder gefallen hat, dass ich ein bisschen mehr in Bases reinschaue. Natürlich habe ich nicht so die Erfahrung da drin. Werd versucht natürlich das Ganze zu fixen, beziehungsweise nicht zu fixen, sondern halt, oh, guck mal hier, das sieht cool aus. Zwei andere Raketen hier. Ich werde das Ganze natürlich versuchen, besser zu machen und mich etwas da drin zu üben und werde erstmal versuchen, meine Abwehr nach oben zu ziehen. Wir könnten sogar heute einen Livestream machen, vielleicht. Vielleicht wird es heute einen Livestream geben, wo ich dann, wenn dann so um 18 bis 20 Uhr, wo wir dann die Kasernen boosten und etwas die Mauern upgraden. Das ist ein Plan, der sich gut anhört, vielleicht machen wir das sogar. Ich werde jetzt überlegen, ob ich diesen Kollegen hier hochziehe, dauert 12 Stunden. Soll ich das machen? Oder wollen wir noch warten? Ich warte erstmal, wie viel ich schaffe, wie viel Gold ich noch bekomme heute Abend. Und vielleicht schaffe ich es ja sogar einen Minenwerfer oder sogar einen Magierturm hochzuziehen. Das war's soweit, Entschuldigung. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Ganze mit einem Daumen nach oben. Ich bin der Lars, ich bedanke mich für Zuschauen und sage nur eins, ihr seid ein Haufen super nice Boys. Bis zum nächsten Mal reingehauen und tschüssi. Ich nuschel heute und spreche Kacke. Entschuldigung, tschüss.